Hallo und herzlich willkommen im Car Ranger Einblick. Heute werfen wir gemeinsam einen Blick auf diesen 2019er VW Golf GTI TCR. VW Golf, das Auto, ja, wie schon gesagt wird, ist für viele Deutsche auch das Auto und der deutsche Sportwagen ist der Golf GTI. Ja, und wir schauen uns heute mal die siebte Generation als TCR, also den Top GTI sozusagen, an. Wir haben uns auch schon ein paar andere 7er Golfs angeschaut, aber heute geht es halt um diesen hier, weil er so die ein oder andere Besonderheit hat. Und der GTI ist tatsächlich bei den Deutschen so beliebt, man hat ihn 1976 rausgebracht und dann nach 2,3 Millionen verkauften GTIs hat man gesagt, ja, das ist jetzt ein Sondermodell, weil wir in der TCR-Rennserie unterwegs sind und wir zeigen mal, was der GTI so kann. Ich meine, wenn man bedenkt, 2,3 Millionen Autos in der Zeit, andere Hersteller haben in der Zeit weniger Autos verkauft als Volkswagen GTIs. Ja, und wir schauen mal, was ist denn da eigentlich so besonders dran? Warum ist denn der GTI so beliebt? Ist das zu Recht so? Und vor allem, was hat man auch so für das Geld bekommen? Denn als der TCR rauskam, hatte er einen Basispreis von 39.000 Euro. Man kann ihn auch immer noch konfigurieren für mindestens 43.500 Euro. Ein Golf. Das ist jede Menge Geld und dann müssen wir mal gucken, was kriegt man da denn so. Und wenn wir beim Design anfangen, ja, was ich immer ganz schön finde beim GTI generell, ist, dass ich halt diese rote Leiste habe, die in den Scheinwerfer übergeht, dass man das halt ja nicht so plump getrennt hat und auch allgemein viele Details hier vorne. Und ja, wir sprechen bewusst von Details, weil insgesamt haben wir natürlich ein konservatives Auto. Zum Beispiel hier diese Übergänge und ähnliches, die wir gemacht haben, das finde ich persönlich wirklich schick und auch die Farbe, die wir dann dazu haben. Ja, wie heißt diese Farbe? Diese Farbe hier ist Pure Grey. Ich weiß nicht, wie man Grau pur machen kann, denn aus meiner Sicht gibt es Rot, es gibt Gelb und es gibt Blau und es gibt vielleicht noch Weiß und Schwarz und diese Farben können rein sein. Alles andere wird gemischt, aber VW ist sich sicher, dass das reines Grau ist. Denn reines Grau hat genau dieses Mischverhältnis, wie denn auch immer sei. Ganz schön finde ich, dass der Besitzer hier vorne noch so ein kleines TCR-Logo mit dazu gemacht hat. Dann weiß man wenigstens, dass es ein TCR ist. Ansonsten, ja, wird er im Kenner verraten. Moment, ich habe hier unten diesen Splitter, der besonders ist. Das heißt, das Ganze ist ein bisschen anders gestaltet und weicht so ein bisschen von den anderen Modellen ab. Was auch abweichen würde, wären die 19-Zoll-Felgen. Die wir jetzt nicht haben, weil Winter ist. Dafür haben wir allerdings hier Spiegelkappen in Forged Carbon. Die sehen schick aus, haben wahrscheinlich auch den ein oder anderen Euro gekostet, sind auch nicht original, sehen aber wirklich schick aus und passen auch gut so ein bisschen zu dem Konzept von dem Auto. Was dann die ganzen GTIs an sich haben, dafür brauche ich auch kein TCR, ist hier dieses GTI-Logo. Finde ich an sich ganz gut. Bei manch anderen Modellen hat man auch so einen Übergang in der Tür, aber auch so wie es für sich steht, hat man sich dran gewöhnt, finde ich ganz gut. Facelift Golf an sich halt ein sehr konservatives Auto, hat aber hier die wichtigen Akzente. Und wer als TCR-Besteller sagt, ich will mehr als diesen kleinen Akzent hier unten. Ja, auch der darf nochmal einen mittleren dreistelligen Betrag in die Hand nehmen. Bitteschön. Und kriegt dafür, ja, kein Lack, aber Folien hat er halt dieses Wabendesign. Auch das zeichnen die nochmal aus. Das heißt, diese Farbe kam besonders. Ich habe die Splitter, ich habe die anderen Felgen. Ich habe hinten meinen Dachkantenspoiler. Ich habe auch den Diffusor, den wir gleich sehen werden. Und vor allem, ich kann halt auch dieses Wabendekor dazu haben, um zu zeigen, hey, das ist nicht irgendwo der Standard-GTI, sondern das ist das Topmodell, was halt auch ja von VW entsprechend beworben wurde. An den ja, Dimensionen hat sich natürlich nichts geändert. 4,27 Meter ist ein Golf lang. 1,79 ist er breit, 1,44 hoch, die Standardmaße. Bei den Kompakten gehörte damit eher so zu den kleinen. Das heißt, ein Focus, ein Astra und Co. sind alle schon einen Tick länger. Ja, die große Kunst vom Golf ist eigentlich, dass wenn wir einmal hier das Ganze hinten aufmachen, dass die Platzausnutzung gut ist. Das heißt, sowohl die 380 Liter ohne umgelegt zu haben, als auch die 1270 Liter, wenn man umgelegt haben, sind ein guter Wert. Ich habe hier nochmal so einen doppelten Boden, den ich öffnen kann. Wenn ich den oben habe, habe ich eine angenehme Ladekantenhöhe und ich komme auch ja, gut ran. Ich habe auch hier als 1,84 mal ein wenig Risiko, mir irgendwo den Kopf zu stoßen. Praktisch. Das ist die Golfkost, über die sich irgendwie jeder freut. Und das ist auch nicht der Grund, warum wir eigentlich hier sind. Der Grund ist halt eher, dass man, wie schon angesprochen, hier unten diesen Diffusor hat. Auch ja, die Endrohre von der Dicke her sagen schon, okay, das ist jetzt nicht der 1,4 TSI, der irgendwo unterwegs ist. Man hat natürlich auch noch ein GTI-Logo, was der TCR standardmäßig nicht hat. Wäre noch dieses Logo, auch das ist nachträglich dazu gekommen. Aber gehört irgendwo bei dem Auto mit dazu, um halt zu zeigen, hey, das ist halt nicht irgendeine GTI, sondern der TCR. Mein Geld muss ich doch auch irgendwo gelohnt haben. Auch das Logo nachträglich in der Farbe zu machen, finde ich ganz gut. Was ich allgemein clever beim Golf finde, ist ja, dass hier unter meinem Logo entsprechend die Rückfahrkamera untergebracht ist. Das führt einfach dazu, wenn ich jetzt ein bisschen länger auf der Autobahn unterwegs bin, vor allem bei so einem Wetter, kann ich auch noch rückwärts einparken, wenn ich angekommen bin.
und habe dabei eine klare Sicht. Wenig Überraschung, tja, die gibt es jetzt wahrscheinlich hier auf der Rückbank. Wenn man dann nochmal nach unten schaut, sieht man, ich habe da unten auch diesen tollen Splitter noch mit dazu. Der ist natürlich nicht so groß, dass ich irgendwie Risiko haben muss, drauf zu treten. Und ich sehe auch schon Alcantara an allen Ecken und Kanten. Und ich sehe jetzt, ich habe hier einen Mitfahrer, der mir im Weg sitzt. So, das heißt, wir räumen den besten mal einfach aus der Bahn. Und dabei sieht man an sich schon, dass man diesen Gurt hier hat, der an den Rändern entsprechend rot abgesetzt ist. Das heißt, früher bei BMW hatte man das mal in Grau, das hat man hier in Rot, passt auch gut zu den Nähten. So, und dann gibt es hier einen kurzen Platztausch. So, und wenn man dann mal sitzt, merkt man, fühlt sich an wie in einem Golf, riecht nach einem Golf. Das heißt, ich habe nach oben genug Platz, ich habe zur Seite genug Platz und auch nach vorne. Das Schöne beim Golf ist immer, die Sitze sind nicht sehr breit. Das heißt, wenn ich hinten sitze, kann ich meine Beine so daneben machen, sitze dann sich ganz bequem, habe noch in der Mitte ein bisschen Platz. Und was ich persönlich gut finde, was bei Autos in der Klasse nicht selbstverständlich ist, dieses Fach hier ist ausgefilzt. Das heißt, wenn ich eine Flasche reinmache, das rappelt nicht umher. Auch wenn ich merke, dahinter ist es sehr hart, aber das ist zumindest ausgefilzt. Und das Alcantara hier ist wirklich von der Materialgüte sehr schön. Und auch, dass ich hier noch so ein bisschen Dekor habe. Das sind allerdings die Kleinigkeiten. Denn wenn ich nach vorne schaue, sehe ich, okay, der TCR, der hat dann wohl auch ein anderes Lenkrad bekommen. Grund genug, dass wir uns vorne mal den Innenraum anschauen. Als TCR-Fahrer hat man das erste Highlight eigentlich bei Dunkelheit. Wenn man draußen auf dem Boden bei offener Tür TCR projiziert sieht, das haben wir hier jetzt nicht. Dafür an sich eine schöne Einstiegsleiste nochmal mit so einem roten Streifen drin. Und Rot ist ganz wichtig oder ein ganz wichtiges Element, denn das Farbthema ist hier Schwarzanthrazit mit Rot. Das heißt, geändert haben wir das Lenkrad mit der 12-Uhr-Markierung, auch schön mit den roten Nähten mit dazu und vor allem auch die Sitze. Das ist ja Stoff-Alcantara-Kombination mit Flashrot kombiniert mit schwarzem Anthrazit. Ja, so ein bisschen diesen klassischen GTI-Look. Man wollte ja auch die 2,3 Millionen verkauften GTIs feiern. Man hat so viele GTIs verkauft, weil die Leute den Golf gut finden und den Golf verstehen. Ja, und wenn man hier im Innenraum sitzt, das ist halt alles schlüssig. Das heißt, ja, ich habe genügend Platz. Wobei ich bei manchen ja Golfs immer kritisiert habe, dass ich hier so ein bisschen gegen die Mittelkonsole stoße. Aber jetzt so vom Sitzgefühl ist das gut. Und man findet halt auch alles und kommt zurecht. Das Einzige, wo der ein oder andere so ein bisschen gesagt hat, es ist schwierig, ist das Navi, was mit dem Facelift gekommen ist. Das ist wohl eine Gewöhnungssache. Dafür gab es dann auch dieses schicke Kombi-Instrument, das nicht nur schick ist, sondern mir halt auch viel anzeigen kann. Was genau? Dazu hatten wir schon mal ein Video gemacht. Das könnt ihr euch gerne anschauen. Heute geht es halt so ein bisschen um die Unterschiede, wie zum Beispiel, dass hier vorne auch nochmal TCR steht, dass auch hier bei meinem DSG-Wedhebel rot mit grau entsprechend mit aufgegriffen wird. Ist ein schönes Farbthema. Und das Lenkrad finde ich persönlich auch sehr schön. Es wäre ein bisschen schade, wenn ich nur diese kleinen Schaltwippen hier habe, die auch vom Material her nicht so prickelnd sind. Das ist gut, ja, wenn man einfach mal ein bisschen nachträglich noch Hand angelegt hat. An sich, das gehört beim Golf auch mit dazu. Egal, was ich verändern möchte, ich bekomme Teile und ich bekomme alles mit dazu. Viel bekommen hat man ja auch bei VW Direkt, wenn man hier zum Beispiel ein Audiosystem mit reinbestellt, ein großes Glasdach mit reinbestellt, das Navi und so weiter. Da hat man echt viel. Der Golf ist am Ende aber halt auch ein echt teures Auto, wenn man bedenkt, ich fange an mit Konfigurieren bei 43 und dann wähle ich mir noch dies und das und jenes aus und dann rückt diese bedrohliche 5 immer näher und am Ende habe ich halt immer noch einen Golf. Natürlich gibt mir der Händler auch Rabatt und es gibt Leasing und alles Mögliche, aber wenn man sich das mal vor Augen führt, 100.000 Mark für einen Golf, dann würde es mich tatsächlich stören, dass ich hier Blindtasten habe. Das ist ja typisch bei VW, ich habe in eigentlich fast jedem Auto, egal was ich konfiguriert habe, irgendwo hier und da eine Blindtaste. Natürlich, in den meisten stört es mich nicht. Hier würde es mich aufgrund des Geldes vielleicht so ein kleines bisschen stören. Und ja, was mich tatsächlich aber noch mehr stört, ist grundsätzlich Klavierlack. Beziehungsweise ich finde ihn sehr schön. Das einzige Thema ist tatsächlich das Thema Sauberhalten. Und dadurch, dass ich hier so eine schöne schwarze Fläche habe, das sieht wirklich gut aus. Wenn aber die Sonne drauf kommt, sehe ich immer so ein bisschen den Staub. Mein Tipp an der Stelle, einfach mal ins Badezimmer gehen, einen Make-up-Pinsel mitnehmen. Da kann man großflächig hier das Ganze ganz gut abwischen, ohne es extrem zu zerkratzen. Das ist tatsächlich ansonsten eine ziemlich gefährliche Sache. So, und wenn man sich dann mal so aufs Sitzen konzentriert, wie gesagt, Platz habe ich genug, wie in jedem Golf auch. Und dann sitze ich sehr bequem in den Sitzen. Fast schon einen Tick zu bequem, wenn ich es bedenke, es gibt den GTI. Mit dem kann jeder umgehen, den kann man auch mal... Ja, verleihen möchte man ihn eigentlich nicht, aber es geht im Notfall. Und dann gibt es dieses Sondermodell, das stärker, das sportlicher ist, mehr kostet. Und dann denke ich mir, okay, jetzt könnte man eigentlich völlig übertreiben. Und dafür muss ich sagen, ich habe ja keinen schlechten Seitenhalt. Ich sitze sehr bequem. Allerdings, wenn man sich bedenkt, es gibt so Recaro-Schalensitze und ähnliches, die sind dann auch deutlich ernster in der Auffassung und sagen mir schon beim Einsteigen, hey,
heute auf dem Weg zur Arbeit, du wirst der Erste sein, der dort ankommt. Und die zu sagen mir halt eher, was, 8 Stunden in Urlaub? Ich hoffe, du hast dran gedacht, mal zu tanken. Und ja, das ist dann tatsächlich sowas, wo ich sage, man hätte bei diesem Sondermodell ein bisschen mehr übertreiben können. Was ich halt bekomme, ist halt dieser, ich nenne es jetzt mal Retro-Chic in einem schönen, aufgeräumten Golf-Cockpit, das ich euch bereits 2-mal erzählt habe. Ja, ein bisschen mehr Besonderes gibt es eigentlich bei der Technik. Und deswegen springen wir jetzt mal vor. Ich finde übrigens auch die Türtafel genauso schön wie hinten und auch mit dem Alcantara. Und das Gute ist, hier vorne bekomme ich meine ambiente Beleuchtung. Hinten, wo wir eben saßen, habe ich auch die Metallleiste, allerdings ohne Ambientebeleuchtung. Tja, das ist tatsächlich ganz schön eine Benachteiligung, denn wenn ich vorne sitze, habe ich ja eh schon den Vorteil, dass ich das hier habe und dran drehen kann und dass ich hier unten 2 Pedale habe, auf die ich treten kann. Ja, und was beim Drauftreten passiert, ja, das schauen wir uns vorne an. So, dann kommen wir zur Technik und so ein bisschen Kaufberatung. Bevor wir allerdings zum Motor gehen, wäre der erste Blick hier oben. Das heißt, wir haben hier das Glasdach und da reißt, wie ich gerade erfahren habe, gerne mal der Rahmen ein. Das heißt, muss man mal schauen, passt das alles. Glücklicherweise, VW kennt das. Und wenn man lang genug und freundlich genug mit den Kollegen redet, wird einem da geholfen. Ja, wir werfen jetzt mal einen Blick unter die Haube. Was haben wir denn da so? Zahl des Teufels wäre ja 666. In dem Fall bei VW ist es aber 888. Ja, hier haben wir den EA888. Das heißt, ein 2 Liter Turbo Vierzylinder und er hat halt nicht den normalen Lader und den normalen Kühler vom GTI, sondern hat gesagt, ja okay, dieser GTI bekommt den Lader vom R und auch die zusätzlichen Kühler entsprechend. Ja, und dadurch ist er halt auch leistungsmäßig eben diese Stufe darüber. Das heißt, er hat 290 PS und 380 Newtonmeter, die auf 1410 Kilo treffen. Das Besondere aus meiner Sicht ist allerdings, der hat diese 290 PS nicht auf einen Punkt mal ganz kurz, sondern zwischen 5400 und 6400 Umdrehungen permanent hält er das Ganze. Das Drehmoment hält er natürlich noch deutlich länger. Das heißt, man hat ihn bewusst halt genau zu diesem Punkt irgendwo limitiert und er hält diese Leistung. Und das ist tatsächlich schon ziemlich beeindruckend. Beeindruckend ist auch, dass ich sagen kann, ja, 250 ist die Standardhöchstgeschwindigkeit. Das reicht mir nicht. Ich will mehr. Und dann bekomme ich 10 km/h, nämlich 260. Bedeutet in Wirklichkeit allerdings, das Auto ist gar nicht abgeregelt. Wenn ich dann also, sagen wir mal, gute äußere Umstände habe oder so wie dieses Auto, das mal gemessen wurde und ein bisschen nach oben streut, ja, dann schaffe ich natürlich auch mehr als die 260, weil er eben gar nicht abregelt. Von 0 auf 100 geht er in 5,6 Sekunden. Das richtige TCR-Auto mit 350 PS schafft das übrigens in 5,2 und verbrauchen soll er dann 6,7. Ah, man sagt ja immer, die bei VW verstehen keinen Spaß, aber in Wirklichkeit verstehen die richtig viel Spaß, weil um das Auto mit 6,7 Litern zu fahren. Ich glaube, wenn ich 2 Phaeton W12 vor das Auto spanne und ihn dann hinterherziehe, würde das schaffen. Ansonsten ist es wohl doch eher ein glücklicher Zufall. Helfen würde mir grundsätzlich der lange 7. Gang vom DSG. Das heißt, wir haben eine relativ neue Variante. Ich werde also nicht diese ganzen Horrorgeschichten von den alten DSGs, die es irgendwo zwischen, ich sag mal, 2006 und 2010 gab, erzählen, weil ja die Zuverlässigkeit deutlich gesteigert wurde. Und ich habe halt den 7-Gang. Hilft mir meiner Beschleunigungszeit, hilft beim Verbrauch und auch bei allen anderen Werten. Und an sich, das Auto ist so neu, dass man tatsächlich halt sich mit wirklichen Schwachstellen zurückhalten kann. Grundsätzlich, Turbolader ist natürlich ein Thema. Wie bin ich mit dem Auto umgegangen? Und auch die älteren 7er GTIs, so bis 2015, haben da hier und da mal ein Problemchen mit dem Turbolader. Dann habe ich natürlich 2 Möglichkeiten. Entweder ich suche nach einer geringen Laufleistung, ich suche nach einem Vorbesitzer, wo ich weiß, dass er tatsächlich sehr gemütlich unterwegs ist. Ja, oder ich mache die andere Möglichkeit und sage, wurde denn der Turbolader schon getauscht und ich kaufe einen mit einem neuen Lader. In dem Fall, der R-Lader ist nochmal eine Ecke solider. Und dann ist tatsächlich hier vorne auch schon, ich glaube, wenn man das Wort Standard irgendwie definieren will, nimmt man halt einen Golf. Und hier ist halt alles so, wie man es erwartet. Und das ist gut. Und jetzt ist halt nur die Frage, ist es auf der Straße denn auch so, wie wir erwarten? Und wie groß ist denn der Unterschied zwischen dem GTI und dem GTI TCR? Und das finden wir jetzt auf der Straße raus. So, jetzt sind wir gemeinsam unterwegs im GTI TCR. Die wichtigste Info kriegen wir gleich, die Öltemperatur. Da sehen wir schon, wir sind auf einem guten Weg und wir sind auch schon im richtigen Modus, nämlich in Sport. Modus fährt man das Auto nämlich manuell eingegriffen. Kann man dann ein bisschen die Drehzahl senken und wir kümmern uns erstmal um die Themen,
ja, so die so allgemein golfrelevant sind. Das heißt, Übersicht finde ich persönlich gut. C-Säule ist relativ massiv, aber dadurch, dass ich hinten dieses Stummelheck habe, das einfach abgeschnitten ist, komme ich beim Parken super zurecht. Auch die Breite ist kein Problem. Es ist halt einfach der DIN-Standard für ein Auto sozusagen. Die deutsche Industrienorm auf 4 Räder gepresst irgendwie. Und Akustik, finde ich, fühlt man sich ganz wohl. Und wenn wir jetzt hier im 7. Gang sind, sind wir so bei 1500 Umdrehungen, wenn wir 80 fahren. Das heißt, also auch da hat man jetzt nicht irgendwie viel Geräusche. Klar, im Winter Abrollgeräusche von etwas breiteren Winterreifen hat man immer mit dabei. Aber das sind keine besonderen. Ich sitze unglaublich bequem, habe eine gute Übersicht. Auch Klimaanlage und Co. Da gibt es jetzt keine Besonderheiten. Das würde sich, um ehrlich zu sein, auch nicht für ein Video lohnen. Für ein Video lohnen tut sich tatsächlich der Unterschied beim Fahrwerk zwischen Komfort und Sport. Das heißt, so die ersten Meter vor die Kamera waren wir auf Komfort unterwegs. Da muss man sagen, ist ein GTI TCR gut, alltagstauglich, ein bequemes Auto. Wenn man dann ja den Motor so ein bisschen verändert und auf Sport geht, dann wird es schon straffer. Dem einen oder anderen vielleicht zu straff, dem einen oder anderen vielleicht auch nicht straff genug. Ich muss allerdings sagen, das ist ganz gut. Wenn man auf einer unebenen Straße unterwegs ist, so wie hier, wird man im Sportmodus gut durchgerüttelt. Das heißt, der Unterschied ist unglaublich groß. Der ein oder andere will es vielleicht einfach noch ein bisschen härter, massiver in irgendeiner Form. Aber das, so eine gewisse Härte braucht das Auto aus meiner Sicht auf jeden Fall. Alltagstauglich ist er im Komfortmodus immer noch. Ja, warum braucht das Auto eine gewisse Härte denn? Wenn man dann mal so irgendwo steht und sich denkt, okay, da kommt Verkehr, ich kann leider nicht einfädeln, dann braucht man natürlich erstmal einen kleinen Moment Geduld, aber spätestens dann beim Losfahren, erstmal so im Stand hat man schon einen gewissen Klang, warum das ist, dazu kommen wir dann aber noch, wenn ich dann so abbiege und mir denke, okay, ich muss aufs Landstraßentempo aufschließen. Wir fahren natürlich nicht schneller als 100, geht das echt schon ziemlich schnell und dann wird das Ganze wieder Tempo her erträglich. Im Sportmodus hat er auch hier und da so ein Ploppen drin. Im Komfort hält er sich zurück. Also diese Spreizung, ja, die finde ich wirklich gut, die wir da haben. Und halt auch, ja, am Anfang war ich sehr skeptisch, was DSG-Getriebe angeht, weil sie auch ihre Schwierigkeiten hatten. Aber jetzt dieses ganze Thema Schalten ist halt einfach super. Und wenn man dann halt weiß, okay, Straße trocken, ich kann auch sehen, wo es hingeht. Mal ein kleines bisschen guckt, was geht. In der Schaltwechsel, da kommt man dann schon wirklich sehr fix von A nach B. Und dann frage ich mich auch, brauche ich mehr in einem Auto mit Frontantrieb? Brauche ich mehr in einem Golf? Und ist ein Golf R wirklich schneller? Ich glaube, in solchen Situationen wie jetzt, da nimmt sich das alles wahrscheinlich wenig bis gar nichts. Einfach aufgrund der Tatsache, mehr Leistung kriege ich über die Vorderachse wahrscheinlich gar nicht sinnvoll transportiert, weil auch so ein elektronisches Differential früher oder später da einfach ja am Ende ist von dem, was transportiert werden kann. Und ein Golf R, der schwerer ist, ist garantiert nicht schneller. Nur wenn ich jetzt natürlich sage, ich bin oft in Nässe unterwegs oder im Schnee und ähnlichem, ja, dann wird mir dieses Auto relativ früh sagen, ey, ich habe 2 Räder und so viel Auflagefläche, weil du dein Rad noch eingeschlagen hast. Wie soll das irgendwie funktionieren? Und im Golf wird ja immer vorgeworfen, ey, der hat doch aber keinen Charakter, da kommt doch aber nichts rüber. Aber so wie in dem Fall, wenn er hart ist und eben diesen Durchzug hat, doch, dann hat er das. Und dann hat er halt, ja, dieses, ich bin normal, aber eben doch ein kleines bisschen abweichend vom Standard. Ne? Muss man halt auch sagen, im Endeffekt, wenn man hier durch Kurven durchfährt und sich dann überlegt, ja gut, ist doch alles ganz entspannt, nichts blinkt, nichts quietscht, alles gut. Und dann danach überlegt, ja okay, irgendwie war ich doch schneller als die meisten, die hier irgendwie unterwegs sind. Das ist ja halt tatsächlich ziemlich charmant. Wobei man auch sagen muss, für jeden Fahranfänger ist so ein GTI TCR wahrscheinlich nichts, weil jetzt hier diese Kurven, ich kriege so viel Sicherheit die ganze Zeit vermittelt. Das macht natürlich Spaß und wenn man die Strecke kennt, ist das ein ziemlich sicheres Unterfangen und das Auto wird auch versuchen, mich vor allen möglichen Dingen zu beschützen. Wenn ich allerdings ein bisschen unerfahren bin, kann das durchaus gefährlich werden. Ich muss jetzt sagen, der TCR überzeugt mich, was das Fahren angeht, voll und ganz. Ich habe halt nur so einen Gedanken, hätte man nicht bei dieser Edition mehr übertreiben können, weil in GTI Performance würde auf der Strecke jetzt nicht unwesentlich langsamer sein, würde auch nicht unwesentlich weniger Spaß machen und ein R ist sowieso schneller, kann man dann beim TCR nicht sagen, ich hau da Schalensitz rein und mache ihn so unangenehm hart, dass nur die mutigsten irgendwie in die Aufpreisliste gehen und sagen, ja, ich klicke jetzt TCR, von mir ist auch als Paket an und dann wird das Ding quasi im Alltag unfahrbar. Das wäre irgendwie so meine Vorstellung gewesen. Auf der anderen Seite, wenn ich halt sage, hey, da kommt noch eine Kurve, da kommt noch eine Kurve und er hängt halt einfach gut am Gas, das ist
ist halt tatsächlich eine ziemlich unterhaltsame Sache. Und in dieser ja, Hot Hatch-Gruppe, wo ja irgendwie der Golf eingestempelt ist oder die er immer mit anführt, ist eigentlich genau das, was man möchte. Dann möchte man nämlich sagen, hey, jetzt kommt hier eine kleine Kurve, ich muss noch mal kurz runterbremsen, muss abbiegen, natürlich untersteuert er irgendwann und dann geht es halt einfach immer weiter. Das macht halt eben Spaß. Wir nehmen jetzt also noch so ein bisschen ja, Schwung Richtung Fazit mit. Und von dem Sound könnt ihr hoffentlich auch so ein kleines bisschen ja, was gehört haben. Und dann gucken wir eigentlich mal TCR, nicht TCR. Denn das ist ja irgendwo so die Frage, die wir uns am Anfang gestellt haben. Denn ich glaube, es war allen völlig klar, dass wenn ich sage, oh, es geht geradeaus und ich gebe Gas, dass dieses Auto einfach um jeden Preis schneller werden will. Und es ist halt einfach verdammt schnell. Wahrscheinlich sogar für die meisten Landstraßen zu schnell. Aber genau darum geht es ja. Man möchte ein zu schnelles Auto haben. Oder eben auch nicht. Das war unsere kleine Ausfahrt im Golf 7 GTI TCR, wie hier unten nochmal ganz prominent steht. Und ich habe mich am Anfang gefragt, ist das jetzt ein richtiges Sondermodell oder ist das eigentlich nur eine Ausstattungslinie vom GTI oder was ist das denn eigentlich? Ja, es ist ein richtiges Sondermodell. Lenkrad, Sitze, diese Elemente im Innenraum, außen die ganze Verspoilerung, die ich habe und halt eben auch die Tatsache, ja, ich habe 290 PS, machen es zu einem richtigen Sondermodell. Vor allem, weil es halt jetzt erst am Ende, kurz bevor der Golf 7 eingestellt wird, rausgekommen ist und dadurch werden halt auch nicht unendlich viele produziert. Aus meiner Sicht hätte ja, VW einfach noch ein bisschen radikaler sein können und mehr reinpacken, den Golf ein bisschen weiter von der Straße und vom Alltag entfernen und zu sagen, ja, das ist was für die, die es wirklich extrem wollen. Anderes ist gar nicht so schlimm, denn ja, ein Golf ist das, was du draus machst. Und wenn ich halt einfach mal sage, Fenster auf, Geld raus, nehmt meine Kohle, ja, dann kaufe ich mir Spiegelkappen aus Forged Carbon, dann mache ich mir die Logos einfach selbst, dann mache ich mir das Auto, was ich haben möchte, selbst und sage, ich fahre das Auto, was jeder fährt, aber mein Auto ist anders als das, was alle anderen haben. Und das ist halt eine tolle Option, die ich habe und das ist auch das Charmante irgendwo mit einem Golf. Und ja, wenn wir zum Car Ranger Score kommen, da hat dieses Auto einen kleinen Problemfall, denn wir fangen jetzt bei den Anschaffungskosten an. Und der Basispreis im Moment sind 43,5. Und mit so ein bisschen Ausstattung, wenn ich mir so einen Gebrauchten anschaue, dann lege ich dafür auch über 40.000 Euro hin. Für ein Auto, was nicht mal 4,30 Meter lang ist, 4 Zylinder und eine angetriebene Achse hat. Das ist tatsächlich viel Geld. Und man muss halt jemanden finden, der genau sagt, ja, ich will einen Golf, der einfach alles kann. Ja, und für den ist das dann nicht so viel Geld. Macht also 4 Punkte in der Anschaffung. Beim Unterhalt, ja, da gibt es dann nochmal 6 Punkte. Er verbraucht mehr als der 1,6er TDI, den ich mir hätte holen können. Die Hochleistungsbremsanlage, die von VW beworben wurde, hat auch ein bisschen höhere Teilepreise. Und wer ja permanent einen einstelligen Verbrauch hat, du weißt schon, dass das R steht nicht für Rentner, was auf der Seite drauf ist. Von daher, ja, sind halt 6 Punkte im Unterhalt auch alles, was ich erwarten kann. Beim Platzangebot, ja, da kriegt er auch 6 Punkte. Warum? Ich sitze vorne bequem, ich sitze hinten bequem, ich habe genügend Kofferraum. Viel mehr Platz kriege ich auf 4,30 Meter gar nicht unter. Und beim Komfort, muss ich sagen, da hat er mich dann richtig überrascht. Denn, ja, es ist ein TCR. Ich habe jetzt erwartet, ich sitze so im Auto, tue ich bei Sport auch, stelle ich ihn auf Komfort, ja, da bin ich ganz sanft unterwegs und von daher verdient er sich da 6 Punkte und selbst ja, die Geräuschdämmung ist völlig in Ordnung. Und dann bleibt dann der Wiederverkauf. Da gebe ich ihm jetzt auch mal nur 6 Punkte. Man könnte ihm ein bisschen mehr geben, theoretisch, weil der Werterhalter jetzt erstmal ganz in Ordnung ist, weil, wie gesagt, noch über 40 sind die wert. Andererseits überzeugt man jemanden, so viel Geld für einen Golf auszugeben. Und wenn ich ihn dann doch ein bisschen länger halte, dann werde ich mich wundern, ach, warum haben die den bloß nicht auf 500 Stück limitiert oder irgendwas? Und das Problem ist, ich verliere erstmal relativ viel Geld. Wer sich natürlich so einen in ein paar Jahren holt und dann sagt, ja, ich habe jetzt, was weiß ich, 25 oder 20 dafür bezahlt, da sieht es dann natürlich schon deutlich besser aus. Macht für den Kopf 28 Punkte, was ihn so ziemlich dem unvernünftigsten Golf macht, den wir heute irgendwie auftreiben konnten. Finde ich auch gut, weil wir sind ja irgendwo des Herzens wegen hier und das geht beim Design los. Ich finde halt grundsätzlich so die GTI-Elemente wie diesen roten Streifen gut. Ich finde auch tatsächlich, wenn man das Design mal näher hat, es ist sehr konservativ und kühl, aber solche Übergänge wie hier, das macht mir persönlich schon ja, recht viel Spaß. Da bekommt er 7 Punkte, so wie er hier vor uns steht. Beim Fahren bekommt er dann 8. Ja, es ist dieses typische, du hast doch ein frontangetriebenes Auto, du kriegst die Leistung doch gar nicht auf die Straße und das ist ein VW, das ist doch alles steril.
Aber er klingt gut, er liegt gut in der Kurve und er ist ja verdammt nochmal schnell. Und auch wenn ich mal schnell ums Eck muss, das macht Spaß. Und ja, vielleicht macht so ein Auto Anfang der 90er da noch ein bisschen mehr Spaß, weil alles rustikaler ist, weil man noch mehr fühlt irgendwie. Aber der ist halt dabei auch noch verdammt schnell. Bei der Ausstattung, ja, da gibt es auch 8 Punkte. Ich habe ein digitales Cockpit und im Golf gibt es einfach alles. Im Golf gibt es alles, was ich für ein Auto brauche, denn es ist ja auch das Auto. Beim Klang gibt es auch 8 Punkte. Er hat ein OPF und man hört eigentlich gar nicht mal so viel beim GTI TCR. Der hier hat die Behandlung bekommen, die ein GTI braucht. Und er klingt jetzt so, wie ein GTI auch klingen sollte. Und 8 Punkte für einen Viertzylinder, da muss sich, glaube ich, niemand verstecken. Und verstecken muss sich auch keiner beim Image. Natürlich sagen viele, ah, du fährst doch ein GTI, das ist hier, fahren doch alle bis höchstens im Prollo, irgendwas. Aber am Ende des Tages sagen alle, ein GTI ist ein verdammt gutes Auto. Und wenn ich dann noch ein Sondermodell habe, dann bin ich garantiert nicht so schlecht aufgestellt. Macht also für mein Herz, ja, 38 Punkte und insgesamt 66 für den 2019er Golf GTI TCR. Das sind also 2 Punkte mehr als der Diesel, den wir uns angeschaut haben. Also halten wir fest, es ist vernünftiger, den TCR zu fahren als den 2.0 TDI, denn er hat mehr Punkte im Car Ranger Score bekommen. Wie ist eure Meinung dazu? Lohnt sich der Aufpreis für den TCR? Oder würdet ihr lieber was haben, was hier vorne ein ganz anderes Logo drauf hat? Ich bin auf eure Meinung gespannt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euch bis dahin immer gute Fahrt und ciao.